Ich bin Projektkoordinator im Projekt Rethinking Education, unterwegs zur Schule von morgen. Seit September hat dieses Projekt angefangen und seitdem bin ich hier tätig. Vorher war ich wissenschaftliche Hilfskraft hier. Genau, das ist mein Beruf. Ja, in der PSE, in diesem Job, den ich jetzt habe, seit September oder Oktober offiziell. Vorher war ich aber eben schon Hilfskraft hier seit 2020, meine ich. Genau, und habe schon viele Leute hier kennenlernen dürfen und schon viele Dinge, unterschiedliche Dinge kennenlernen dürfen. Ja. Da erinnere ich mich sehr gut dran. Das war nämlich die Caroline Kull aus den Schulpraxisstudien, wo ich damals noch im Bachelor studiert habe. Hat sie das Seminar geleitet und ja, sie hat mich dann ein Jahr später ungefähr angerufen, weil ich mich hier für eine Stelle beworben hatte bei der Ferienuniversität. Aber sie hatte mir dann die Stelle als studentische Hilfskraft damals noch angeboten und das habe ich natürlich direkt gerne angenommen und seitdem bin ich auch hier dann bei der PSE. Mein Lieblingsort an der RUB, neben der PSE natürlich, mag ich sehr gerne oben auf dem Mensadach. Da hat man einfach einen schönen Blick über ganz Witten und Teile von Bochum, aber natürlich auch den Botanischen Garten. Da bin ich auch tatsächlich sehr häufig, vor allen Dingen im Sommer und Frühling ist es da wunderschön. Ich war auch letzte Woche hier, jetzt gerade im Herbst dort, da kann man auch immer noch hingehen. Ist ein wundervoller Ort und für mich eigentlich der schönste Ort in Europa. Schwierige Frage. Ich habe darüber ein bisschen nachgedacht. Ich bin eigentlich eher Team Homeoffice tatsächlich. Ich arbeite gerne zu Hause. Aber, das muss ich auch sagen, in den letzten Wochen habe ich so gemerkt, okay, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause arbeitet, ist auch nicht gut, weil dann vermischt sich einfach Wohnen und der Arbeitsplatz. Deshalb bin ich auch gerne im Büro, einfach auch, um ein bisschen auch mit Leuten zu quatschen oder sich auszutauschen. So eine Mischung aus beidem. Früher natürlich die vorlesungsfreie Zeit, wo ich noch Student war, da hatte man einfach mehr Freiheit. Natürlich musste man immer Hausarbeiten schreiben oder für irgendwas lernen, aber irgendwie war es ein bisschen freier. Heutzutage ist mir das eigentlich relativ egal mittlerweile. Ich finde es ganz, ganz schön, wenn hier der Campus wieder gefüllter ist, vor allem nach diesen letzten fast drei Jahren. Macht es wieder Spaß, in der vorlesungsfreien Zeit auf dem Campus unterwegs zu sein, viele Leute zu treffen, viele Leute zu sehen. Das Leben ist zurück und so soll es auch sein. Da kann ich natürlich sehr viel zu sagen. Also es gab wirklich jede mögliche Kombination schon. Also das hat vom ganz einfachen Lucien zu Lucien, also ich hatte schon alles. Also ganz, ganz viele Sachen, alles, was man sich denken kann, habe ich schon gehört, ja. Also für mich zählt auf jeden Fall eine gute Kaffeemaschine dazu. Er hat ja Barista mal vorgeschlagen. Da bin ich auf jeden Fall ein großer Freund von. Wenn man sich hier einen guten Kaffee machen kann, dann ist die Arbeit auf jeden Fall, oder fällt die Arbeit auf jeden Fall ein bisschen leichter. Und der Start in den Tag fällt auf jeden Fall auch ein bisschen leichter. Und ansonsten ja, mag ich es, wenn es ein bisschen minimalistischer eingerichtet ist und nicht so viel rumsteht und man viel Platz hat, um auch einfach nicht so eingeengt sich zu fühlen. Ich glaube, das ist relativ eindeutig. Es ist der VfL Bochum. Zu diesem Verein gehe ich seit meiner Kindheit, habe auch seit Jahren eine Dauerkarte und diese Mannschaft ist von 2005. Also immer noch benutze ich tatsächlich fast täglich für meinen morgendlichen Kaffee. Ja, kann ich glaube ich auch gut beantworten im Hinblick auf meine Tasse. Ich glaube, wenn ich mit Matthias im Büro sitzen würde, dann würden wir uns wahrscheinlich häufig an die Köpfe kriegen, weil Bochum und Schalke, das weiß man, sind nicht die besten Freunde. Und je nach Spieltag wird es da wahrscheinlich den einen oder anderen Spruch geben. Steven sitzt hier als nächstes auf der Couch, ja.